Also mein Name ist Johanna Koller. Ich bin die Eigentümerin und Gründerin von Kitsit Lake. Kitsit Lake ist im Jahr 2011 gegründet worden, hier am schönen Zürichsee. Und mittlerweile sind wir bei 9 Kitas und einer Kitsit Lake Akademie. Ich selber komme aus Bayern, wie man sicherlich hört, und bin hier in der Schweiz seit 12 Jahren. Parent haben wir seit 2018, also im Jahr 2018 eingeführt und natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren sehr intensiv genutzt, um auch die Kontakte mit den Eltern und mit den Mitarbeitern zu verstärken. Natürlich, wenn was Neues eingeführt wird, ist immer erstmal ein bisschen so Vorsicht und natürlich auch ein bisschen zu schauen, was kommt da, was ist da Neues. Veränderung ist natürlich erstmal so mit so Vorsicht zu genießen. Aber dann, als die Mitarbeiter mit Parent gearbeitet haben und wirklich das im täglichen Einsatz hatten, waren sie begeistert, waren sie total fasziniert und auch die Eltern sind natürlich dankbar und genauso fasziniert, weil sie die Informationen schnell und zügig bekommen und weil natürlich auch die Kommunikation jetzt mittlerweile problemlos verläuft. Die langjährige Zusammenarbeit mit Parent ist zustande gekommen oder wird weitergeführt, weil Parent auch auf unsere individuellen Wünsche eingeht, auf unsere Bedürfnisse. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, den Kundenservice zu erreichen, den Support. Die sind jederzeit für uns da. Ideen, die wir haben, um das zu verbessern, die werden gerne angenommen und so, wie es möglich ist, umgesetzt. Und deswegen sind wir schon so langjährige Kunden bei Parent. Also die Eltern, die nehmen das sehr wichtig, also für die ist das sehr wichtig, gerade auch bei den Kleineren, bei den Babys, dass sie jeden Tag das Update haben am Abend, wann sie geschlafen haben, wie lange sie geschlafen haben, wann gegessen wurde, was gegessen wurde. Sie nutzen auch jetzt viel mehr die ganzen Features, die man hat, also wer das Kind abholt, wann die Kinder abgeholt werden, etc. pp. Also die Eltern melden sich schon, wenn mal aus Versehen was ausgelockt wird, kriegen wir sofort die Rückmeldung von den Eltern und die sind da. Also die nehmen das sehr wichtig. Das ist auch immer ein Verkaufsargument bei den Besichtigungen, dass wir die App haben, weil ich glaube, das ist einfach die Zukunft, dass man halt elektronisch und schnell solche Informationen bekommt. Also die letzten 2 Jahre mit Covid, also mit Corona, war es so, dass die App mehr genutzt wurde und uns auch sehr geholfen hat in der Kommunikation mit den Eltern, auch mit dem Team, dass es einfach eine schnellere Kommunikation war. Innerhalb von Minuten hatten die Eltern alle Informationen und die neuen Updates. Es gab ja immer wieder Neuigkeiten, manchmal schneller als gedacht. Ich denke, man muss auch dazu sagen, für uns war es gut, dass wir Parent schon davor hatten und dass das Kommunikationsmittel einfach schon immer da war. Und dadurch hat sich eigentlich wenig verändert dadurch, sondern ja, es ist intensiver geworden, aber es hat sich eigentlich wirklich, ist einfach mehr genutzt worden. Oder natürlich diese Kontaktlosigkeit war natürlich im Vordergrund und da ist die Digitalisierung einfach für uns eigentlich zugute gekommen. Ja. Ja, das Thema Datenschutz ist bei den Eltern natürlich ein großes Thema. Natürlich ist da viel Aufklärung gefragt. Wir haben natürlich auch eine gute Rückmeldung von Parent, dass es sicher ist und dass man es gut benutzen kann und es ist intern geschützt. Und deswegen können wir die Eltern da gut abholen, also dass sie sich da sicher fühlen. Und das war für uns ein Hauptgrund mit, dass wir Parent angeschafft haben oder dass wir uns Parent gekauft haben oder das hier nutzen, weil einfach die Sicherheit hier mit an oberster Stelle steht. Ja, wir waren eigentlich lange Zeit auf der Suche nach einer App und wir hatten natürlich auch hier viele Väter, die ja in der Branche arbeiten, die uns teilweise auch empfohlen haben, eine App für uns zu kreieren. Das kam für uns nicht in Frage, weil wir wollten nicht irgendwie von null starten.
Für uns war es wichtig, dass was auf dem Markt ist, was international ist, was so die gleiche Professionalität wie KZ Lake hat, was wirklich so im höchsten Qualitätslevel am Markt ist. Und da kam für uns eigentlich nur Parent in Frage. Die anderen Apps waren für uns einfach nur, ja, zu unausgereift und zu unerfahren und auch mit zu wenig Funktionen. Und Parent ist eigentlich für uns ein Grund gewesen, weil wir wussten, wir können mitarbeiten bzw. wir können unsere Ideen mit einbringen und es wird angepasst an unser System. Am meisten bei Parent benutzen wir natürlich den Newsfeed, ja, und halt die täglichen Anwendungen wie Essen, Wickeln, Schlafen, diese Funktion, das ist so täglich. Ja. Aber wir benutzen auch den internen Kalender bei Parent als Teamkalender. Wir haben auch eingeführt, jetzt den Dienstplan darüber zu führen. Das heißt, die Mitarbeiter haben an den unterschiedlichen Standorten auch unterschiedliche Dienstpläne. Und jeder benutzt jetzt die App dafür, dass der Dienstplan auch für die Geschäftsleitung ersichtlich ist. Und ja, eigentlich nutzen wir alle Funktionen von der App. Also der Support bei Parent, der ist optimal. Also die Reaktionszeit ist im besten Fall in Minuten. Manchmal dauert es einen Tag, aber da bekommt man auch immer wieder eine Rückmeldung, wie der Stand ist von dem Problem. Manche Probleme sind halt ein bisschen länger, bis sie behoben werden. Das sind dann aber eher unsere Wünsche, die geändert werden müssen. Der tägliche Support, also wenn mal was nicht funktioniert, das geht innerhalb von Minuten.